Definitiv nicht. Okay, das hat es jetzt total gebracht. Jetzt stecke ich da drin. Boah, wer hat diese scheiß Kollisionsanfrage gemacht? Nehme ich halt die Kohle. Da, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt nehme ich die Kohle. Das habt ihr jetzt davon. Rassistenpack. Oh, es ist ein Pixel. Mann, 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 Mann. Und wo kommt der ganze... Der ständige Dreck von oben. Hallo. So, aufwärts. Boah, jetzt kommt mein Aufzug fertig. Das ist erstmal das Wichtigste. Komm schon, schmiss weg schneller. Abwärts. Das Spiel macht mich noch wahnsinnig. Ich habe mir gedacht, CNC-Alarm schon rot wird lange dauern, aber ich fürchte, das hier wird länger dauern. Viel länger. Das verschwindet jetzt einfach mal wieder. Ich hab's geahnt, dass das nicht funktionieren wird. Ich hab's geahnt! Toll, das heißt, ich darf jetzt alles wieder laden. Leck mich doch. Kann das Ding irgendwie wieder abreißen? Kann man es verschieben? Aufwärts. Toll! Jetzt muss ich noch einen bauen. Wie soll ich das denn machen? Warum kann ich da überhaupt einen hinbauen? Der ist sowieso nicht durchkommen. Ich hab schon Ewigkeiten immer gespeichert, ne? Ja, das ganze Spiel jetzt halt nochmal, leck mich. Was anderes versuchen. Noch runter da jetzt. Rau. Da rau. Das Klettern ist auch nur bedingt hilflich. So, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich meinen Aufzug sprengen. Wie? Die steht immer noch? Toll, tschüss Feuerstein. Ja, wie sie immer an allen Ecken und Enden festhält. Tschüss Kohle. Warum liegt da unten Kohle rum? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass sie sich jetzt überall festhält oder dass er es nicht gemacht hat? Willst du mal aufhören, dich da festzuhalten? Hallo? Ich rede mit dir! Hallo? Mann! Jetzt ist der auch noch weg. Den habe ich gebraucht. Ach da, leg dich zu lang. So, nachdem wir festgestellt haben, dass die Stahlbrücke äußerst massiv ist, muss ich mir was Neues überlegen. Komme ich so auch wieder raus?
viel Glück vielleicht. Nein. Will ich Stein nicht. Ich will das zum Springen. Na, also geht doch. Machen wir es eben so. Das war ein Notfallaufzug. Der ist für Notfälle. Wenn mal was Schlimmes passiert, nämlich den, dann ist der total toll nützlich. Würdest du jetzt bitte mal aussteigen? Gehen wir das Gerümpel hier mal verkaufen. Kann aber von dieser Position aus auch nicht gerade hingehen. Was war so Kristall wieder wert? Nächstes bis noch weniger, ne? Ja, ja, 5. So, jetzt brauche ich erstmal noch 2 Kohle. Wahrscheinlich sammle ich jetzt gleich wieder die scheiß anderen Erz hier auf. Kristallerz. Lässt mir dieses Müllzeug nicht mehr los. Es verfolgt mich. Hilfe! Verdammte Säure. So, und was ist das hier? Schädel? Ist der wertvoll? Nö! So. Schädel verkaufe ich dann nachher. Vielleicht ist er doch was wert. Na komm. Gut. Ich brauch so eine Kacklore. Denn. Scheiße, mit der komme ich ja gar nicht mehr raus, ne? Fail. Da muss ich noch einen Aufzug bauen. Okay, ich baue noch einen Aufzug. Fahrstuhl. Kann ich den da irgendwo hinbauen? Da geht er. Da ist gut. Perfekt. Da werde ich dann meinen nächsten Aufzug bauen. Dann werde ich mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwas ausrichten kann mit einer Lore. Ich gehe mal runter. Da brauche ich aber noch mehr. Ach Gott. Ich brauche eine Lore, sonst dauert das alles viel zu lang, bis ich da jedes einzelne aufgelaufen bin. Ich könnte die Lore natürlich auch da hinstellen und dann da alles reinschmeißen. Das ging natürlich auch. Ja, darauf komme ich ja immer wieder, dass ich hier nichts wegsprengen. Das ist eine gute Idee. Gott, bin ich mal wieder brillant heute? Ha! Gegen mein Genie, da hat kaum einer eine Chance. Nee. Es regnet schon wieder. Ich da mal. Das ist überhaupt nicht heiß. Nein, es kommt gerade frisch aus der Herstellung. Also überhaupt nicht heiß. Dass man hier keine Schienen braucht. Komm. Ich will mal eine Lore haben. Was passt denn da rein? Kann es irgendwie. Info. Hast bis zu 50 Objekte. Nein. Obwohl, steht gut so. Das muss ich nur nach. Das ganze Zeug schnappen und dann da runter. Kriege ich die so wieder rauf? Moment, das soll ich vielleicht vorher testen. Yeah. Gut, die lassen wir am besten gleich da stehen.
Ja, runter soll ich sie auch wieder kriegen, wenn ich sie zur Festung gebracht habe. So, Gegenstand 1. Burg. Es ist eine Burg, keine Festung. Gegenstand 2. Nicht ganz, reicht nicht ganz. So, Gegenstand 3. Das ist unglaublich spannend. Ich glaube, einer hat mich ja nur deswegen abonniert. Ne? Gott. Ernsthaft, hast du nichts Besseres zu tun? Zeug doch mal ein paar Kinder oder so. Tu was gegen die Überbevölkerung. Mach beides gleichzeitig. Zeug ein Kind und erwürg deine Freundin. Das ist jetzt irgendwie skurril. Aber hey, wer... Ja. Also, dass er diesen Schädel nimmt, das war skurril. Nicht das, was ich gesagt habe. Und ich bin so ein schlauer Hund. Ich grab mir gerade meinen einzigen Weg hier weg von weg. Gott, ich bin brillant, oder? Ich bin echt schlau, ha? Damit hätte es keiner gerechnet. Was für eine Wolke hier. Yeah, Hund geht sterben. Komm schon, stirb. Nicht schneller als sonst. Egal. Ich habe vor kurzem erst gespeichert gehabt. Alter, nein, 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 nein. Jetzt in der Chemiefabrik gelandet oder was? Ja, wo waren wir? Ah, richtig, wir haben ein Kind gezeugt und was gegen die Überbevölkerung getan. Erfolgreicher Tag heute. Auf da. Ich wundere, dass noch keiner irgendwie gemeint hat, bist sexistisch und so. Arschloch, fahr zur Hölle! Gut, sind wahrscheinlich alle so Perverslinge wie ich, wo meine Let's Plays gucken, ne? Das würde dann einiges erklären. So, chemischen Dreck da mal weggekehrt. Und wir produzieren mal wieder eine Lore. Ich bin mal gespannt, ob ihr nachher mehr seht, das Punkt, aber es eben. Hey, es sind tatsächlich 3 mehr. Bin 4 mehr sogar. Oh, ich bin stolz. Das heißt also, ich baue jetzt ganz viele Loren. Nein, wo bist du denn hin? Perfekt. Und abwärts. Diesmal mit etwas mehr Feingefühl. Was für ein Ding? Was war das gleich wieder? Feingefühl. Jetzt muss ich jetzt erstmal im Duden nachschlagen. Ach, der ist weg. Der hat mir ja geklaut. Verdammte Einbrecher klauen bei uns immer die Duden, ey. Weil wir kein Deutsch können, uns nicht anzeigen können, weil wir ihre Namen nicht können. Mann, was für ein Spann. Ich sollte nicht so lange aufnehmen. So maximal 10 Minuten, glaube ich, in Zukunft nur noch. Sonst wird es alles viel zu dumm, was ich sage. Ja, liebe Leute, den Intelligenzquotient sinkt pro Sekunde, wo ihr mir zuschaut, um 250 Punkte. Aber ihr braucht doch keine Sorgen machen, wer mal Let's Plays guckt, der hat eh keine. Ich brauche mehr Abonnenten, es ist voll langweilig, keiner hatet mich, das ist scheiße. Und der dampft schon wieder. Der hängt sich an so einem Punkt in der Luft fest, ja, das kann ich auch. Wirklich. Nicht. Gib mir den Stein, den will ich auch noch. Also jetzt graben wir das Gold da unten frei. Aber das wäre jetzt schön, wenn ich nochmal denselben Fehler mache und nochmal alles spielen dürfte. Und hier halten wir an. Na, wir gehen noch ein Stück weiter rauf. Stück runter, Stück runter, Stück runter, Stück runter.
Halt! Für den Honk! Für die Säure. Verdammtes Gold! Ich bin doch ein Goldgräberrausch. Hallo? So. Gold! Das war jetzt aber auch knapp. Können wir es nicht machen wie Colonization? Einfach ein paar Indianerdörfer runterbrennen. Es gibt ja Minuspunkte. Da war ja was. Aber hey, Wayne. Dafür gibt's Gold. Nein! So weit runter sollte ich doch gar nicht fallen. Jetzt muss ich wieder so weit laufen. Ah ja. Ach, warum schmeiß ich denn das letzte jetzt runter? Ach, mich halten schon der Dreckbrocken auf. Hallo? Irgendjemand sabotiert doch meine Pläne zur Weltherrschaft. Ich glaube, der Typ heißt Honky Tonk. Gibt keinen schlimmeren. Ernsthaft. Dieses Spiel ist schlimm. Hä, ob ich den Leichnam meines Freundes da verkaufen kann? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Wenn's knallt, ist noch Platz. Erst wenn's presst, wird's kritisch. Also zumindest beim Auto. Ich stech mich mit meiner eigenen Brücke. Dann eben hol ich mir eben erst den Stein da unten. Ich mag eh kein Gold. Gold zu Pulver verarbeitet sieht fast aus wie Sand. Wollte ich nur mal so anmerken. Yeah, Köpfe in meine Lore. Müssen wir mal bitte fallen lassen. Danke. Das war schon das ganze Gold. So, rein da, rein da. Jetzt hole ich mir den Knochen da hinten noch. Knochen! Für meinen Hund! Heimtückisches Loch. Sehr tückisch, sehr, sehr tückisch. Bei Löchern muss man immer aufpassen. Kann ich Feuerstein auch in die Lore schmeißen? Honk, probier's besser gar nicht erst aus. Dann würde ich sagen, wir lernen die Lore erstmal aus. Und speichern mal. Ich könnte das Herz auch noch alles da reinschmeißen. Ach. Wie benutze ich die Lore jetzt wieder? Ah, jetzt habe ich es. Verdammt. Na, geht doch. Ich habe Riesenkräfte. Kräfte. Wollte ich sagen. Graben wir hier schon wieder den Dreck weg. Hui! Das. Okay, versuchen wir eine andere Strategie. Irgendwie da raufbacken. Geh ich mal schon hin. Back dich da wieder rauf. Würdest du mal so freundlich sein, da rauf zu gehen? Ach komm schon, du verkackte Lore. Ach so, okay.
Kann ich die Lore auch irgendwie reinschieben? Perfekt. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Eisklumpen? Eisklumpen? Was kann ich damit machen? Ich kann ihn werfen. Nicht schlecht. Ich vermute mal, damit kann ich Lava oder sowas einfrieren. So, mit Säure funktioniert. Probieren wir es aus. Zu dem Springen üben wir nochmal ganz oft. Ach, da ist schon wieder so ein Riesenberg Dreck. Naja, so war es nicht gedacht. Egal, ich kann klettern, da geht es. So. Und jetzt müssen wir noch da runterkommen. Also runter, ne? Wie gesagt. Kann ich Eisklumpen auch selbst herstellen? Klar, musst du einen Kühlschrank bauen und ein Gefrierfach. Oh,